Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Fallout 4. Welcher Tag müsste heute sein? Heute müsste der Montag sein. Und ich glaube, heute ist der offizielle Release von Far Cry Primal, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich nehme allerdings am 17.02. auf. Aber ich weiß es nicht, ob der offizielle Release jetzt schon ist oder nicht. Wir waren hier im letzten Part in einer Schule. Und die ist voller Raider und auch total... Naja, ihr seht ja selbst, wie die hier aussieht. Zerstört, verwüstet und die Leichen, die Schüler wahrscheinlich und die Lehrer aufgehangen. Und das sieht irgendwann nicht mehr, das sieht einfach nicht schön aus. Und ich will wissen, was hier passiert ist. Da, ihr seht es jetzt selber. Aufgeknüpft. Der Schuldirektor Pagliarulo möchte das Schwimmteam daran erinnern, dass es nachsitzen wird, wenn im Keller nochmal überall Wasser ist. Na, das finde ich ja wunderschön. Unter uns sind Gegner. Aber das wird uns jetzt erstmal nicht stören. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen mit den Gegnern. Wir müssen jetzt erstmal... Basco? Überfälliges Buch nehme ich mit. Wir gratulieren dem Basketball-Team zum Sieg gegen die Springfield Hawks letzte Woche. Los, Bears! Alle Neune! Woo! Oh, man hätte es spielen können. Schade. What the fuck, bist du ein creepiges, hässliches Ding. Alter, das sah aus wie so ein Affe von Black Ops 3, vom Zombie-Modus. Was? Ich geh mal am Terminal. So, ich nehme mal Feind. Null, das ist schön. Das kann's nicht sein. Gar sind zwei Treffer. Harm könnte es sein. Ein Treffer. Oh. Also es ist nicht mal das AR, sondern vielleicht das RL. RL. Gibt es ein RL? Wir gucken mal nach Klammern. Vielleicht gibt es hier irgendwo Klammern. Hier ist eine. Nee, doch nicht. Hier ist eine. Hier ist auch, glaube ich, noch eine. Nee. Hier ist noch was. Jawohl, nice. Also Harm hatte einen Treffer. Und Gal 2. Gibt es ein GA? AR war ja Harm. Das war ja nur ein Treffer. Also ist das R oder das A richtig? Vielleicht ist das AL. Dann könnte es Wall sein. Cool. Boah. Mensch, ich bin Profi-Hacker. Benutzer Boscos angemeldet. Scheinwerfersteuer. Oh, nice. Nice, das haben wir schon mal gemacht. Und was ist Systemdiagnose? Scheinwerfer offline, kein Eindringling entdeckt. Ich muss eine Gehirnerschütterung haben, ich sehe schon Geister. Ja, du kriegst gleich eine Gehirnerschütterung, ja. Alter, guckt euch das mal an. Wie die einfach mal alle gekillt haben. Und geköpft und boah. Das sind schon richtige Sch... War eine Falle? Oh, Tatsache, da war echt eine Falle. Mikroskop, okay. Dogmeat, du sollst ja nicht so vorrennen, Mensch.
Oh, hier gibt es erstmal Zeugs. Das ist doch schön. Mantets. Glühbirne. Eine Vortex-Box. Mit einer Nuka-Cola. Oh, nice. Das kriegt auch nur Scheiße raus, irgendwie. Irgendeine Gabel oder sowas. Der Typ geht mir langsam echt auf den Sack. Muss man einfach mal sagen. Noch ein überfälliges Buch. Mensch, wir sammeln jetzt hier aber auch... Hier ist sogar so ein GitHub-Teil. Ist ja witzig. Ganz verbranntes Buch und... Jetzt fangen die an zu bohren. Echt jetzt? Alles klar. Die bohren jetzt ein bisschen. Ich glaube... Ich weiß auch nicht, die sind ein bisschen... Ja, bla bla, hier jetzt Bücherrückgabe. So, jetzt habe ich wieder angemacht. Ich hatte gerade ausgemacht, falls man das gehört hat. Hm, Hundefutter in der Dose, lecker, lecker. Warum müssen die jetzt ausgerechnet bohren, ey? Ganz im Ernst, das ist echt zum Kotzen. Hey. Die heutige Mittagessensauswahl, gegrilltes Crab mit Käse und Sandwich-Steak. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Nicht schlecht. Haben wir einfach mal so einen Rundgang gemacht. Warte mal, hier könnte noch was sein. Tatsache ist sogar auch der Fall. Nein, ich wollte keine Achter. Oh Mann, ich lese eine Kugel und denke gleich an Patrone. Noch eine Voltec-Box. Mit dem Baseball kann man auf jeden Fall Granaten bauen. Das weiß ich jetzt. Wer hat bitte Patronen in seiner Tasche bei? Okay, gut, wir sind hier in Amerika. Alter, gehen die einen auf den Sack da oben. Meine Fresse, müssen die das so übertreiben mit ihren Scheißgebore? Boah, ey. Ja, müssen sie. Das ist ja echt zum Kotzen. Ich meine, klar, bohren muss man auch mal, aber die bohren ja wirklich fast jeden Tag. Alter, die Kronkorkenmine, die hätte ich... Ich habe gar nicht mal gehört, dass die jetzt getickt hat. Das war gerade Glück hoch 10, ey. What the fuck? Die haben mir die Menschen... das ist eklig. Aber hier ist eine Kochstation, das ist nice. Jetzt können wir endlich mal unsere Sachen hier braten. Köterkeule, oh. Nice one. Maulwurfshappen, auch nice. Immer schön was zu essen herstellen. So muss das sein. Getränke, Suppe. Blutblatt, Eichhörnchenbissen. Karotte, schmutziges Wasser und Tattoo. Jetzt werden die aber echt penetrant, ey. Plus 2% EP für 2 Stunden. Braten ist am besten. Wir möchten euch daran erinnern, dass Baseball erst nach der Schule erlaubt ist und gefundene Radios eingesammelt werden. Hier sind sogar Sachen zum Craften gerade gewesen. Gibt's hier noch schmutziges Wasser irgendwo? Ne, schade. Eine Pfeffermühle. Alles klar, hier gibt's echt alles. Wir möchten euch daran erinnern, dass Baseball erst nach der Schule erlaubt ist und gefundene Radios eingesammelt werden.
So, hat kein anderer gehört, nice. Diese scheiß Geschütze, ey, ohne Witz. Nein, ich werde sich die hier. Ich will meine Kampfschrotflinte. Ja, ja, lasst euch daran erinnern, dass die Baseball-App oder irgendwas auch sonst, irgendwas nach der Stunde, nach der Schule irgendwie, keine Ahnung. Meine Fresse, ey, der Typ kommt ja echt gar nicht mehr zur Ruhe. Oh, Hund, ey. Oh, meine Fresse. Wieso muss mich alles so erschrecken in diesem Spiel? Warum? Jetzt bin ich wieder hier. Hier gibt es auch nur so gut wie Müll. Ah, hier sind wir jetzt. Okay. Oh. Was ist das denn? Eine Schachtel Zigaretten, wie geil ist das denn? Er ist erstmal an Rauchen gestorben. Ja, wunderschön, ihr scheiß Penner da oben. Habt ihr toll gemacht mit eurem Bohren. Nee, 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 die und ihr Bohren immer. Alter, wie... Der tritt ja da schon quasi gegen. Seitdem ich weiß, dass man damit irgendwie Granaten bauen kann, nehme ich dir gerne doch mit. Im Keller waren wir bereits, zwar noch nicht fertig, aber wir waren da auf jeden Fall. Okay, was ist hier los? Noch ein überfälliges Buch, Mensch. Langsam werde ich hier echt reich. Oh, versperrt. Nice. Endlich mal wieder was zu tun hier. Oh, okay. Ja. Okay, irgendeiner hört mich hier fast. Wie auch immer das ist. Gibt's hier nicht irgendwie einen Verbandskasten oder sowas in der Art? Vergesst bitte nicht, dass wir ein geschlossener Campus sind. Schüler, die ohne gültigen Pass in den Fluren angetroffen werden, sitzen nach. Ha, alles nur voller Flaschen. Klar, dass man das vorher austrinkt, wenn man sowas stapelt. Ist logisch. Ich schlafe mal eine Runde für 2 Stunden. Oh, jetzt ist Nacht. Oh. Ich dachte, ich werde jetzt irgendwie... Ich dachte, die Scheinwerfer sind ausgestellt. Erinnert bitte eure Eltern daran, dass die Ladezone in Tremont für Busse reserviert ist. Ich dachte, ich habe die Scheinwerfer ausgestellt. Entweder hat das Spiel das nicht gecheckt, oder ich habe irgendwas falsch gemacht beim Drücken. Eins von beiden muss es ja sein. Ich bin froh, dass der Dungeon hier nicht so scheiße ist. Oh, noch eine Coca-Cola. Wie jetzt zum Beispiel der Dungeon mit den Orks. Ach man, wie heißen die denn hier? Supermutanten. Genau. Lass mich raten, hier hätte ich es auch ausstellen können. Erinnert bitte eure Eltern daran, dass die Ladezone in Tremont für Busse reserviert. Wir nehmen mal People. 0 Treffer. P-O-Pelle. Also. Oh, okay, das ging gut. Benutzer Bosco schon wieder. Bitte seien Sie vorsichtig, gehen Sie stets davon aus, dass die Türme geladen sind und scharfe Munition verschießen. Ach, jetzt kann man das hier deaktivieren. Vergesst bitte nicht, ach, leck mich doch, ey. Schüler, die ohne gültigen Pass in den Fluren angetroffen werden, sitzen nah.
Noch ein überfälliges Buch? Ja, nice. Was ist denn das? Aha, okay. Wir sind auf jeden Fall reich nach der nach dem Dungeon hier. Ah ja, und hier waren wir und das Terminal geht sogar noch. Nice. Okay, wir nehmen Hand. Zwei Treffer, also entweder HA, wir gucken mal nach HA. Duty, okay. HA. Have gibt's da oben. Bin drin. Nice. Alter. Buchvorstellung. Kein Drucker gefunden, Datei beschädigt, okay. Der Boss verhält sich seltsam. Irgendwas stimmt mit dem Boss nicht. Seit wir uns Backstreet Apparel geholt haben, murmelt er ständig vor sich hin und jetzt ist er in den Keller gezogen. Ich glaube, er trinkt das Wasser aus dem Pool. Ah ja, okay. Da ist was im Keller. Der Boss sagt, dass er Monster im Keller haust und dass wir es fangen sollten. Er sollen. Muss durch den Tunnel reingekommen sein. Bisher hat es noch niemand gefunden, aber dafür finden wir Leichen. Oder zumindest Reste von Leichen. Was auch immer da unten ist, es ist nicht übel. Oh, also sind die, mehr Leichen? Wieder drei Leichen. Damit sind es jetzt acht. Was auch immer das Vieh ist, es ist echt fies. Die meisten von uns weigern sich da noch runterzugehen. Bisher ist niemand zurückgekehrt und der Boss auf das Vieh gehetzt hat. Man hört nur ihre Schreie. Hier ist es nicht sicher. Mal sehen, ob ich es bis zum Tunnel schaffe. Also, alles klar. Wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal, dass wahrscheinlich die Raider die nicht umgebracht haben, die Leute hier. Bin ich jetzt jedenfalls der Überzeugung. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Also könnte es auch dieses Monster gewesen sein, wovon hier gesprochen wird. Wo ich aber nicht mal weiß, was das in der Art sein könnte. Was ist das hier? Exit? Okay, gehen wir jetzt mal nach ganz unten zu diesem Pool. Da ist wahrscheinlich auch irgendwo der Tunnel. Ja, ja, halt die Schnauze. Der Test steht an, bla bla bla. So, da war ja... Genau. Ach, und hier war der Eingang, aber da ist auch noch ein Eingang. Habe ich hier schon nachgeguckt? Ja. Okay, nice. Hat geklappt. Ich habe sogar einen Schrank. Ich dachte gerade, da steht einer, ey. Für meine Power-Armor, aber... Ich glaube, die brauche ich hier diesmal nicht. Hier ist auch ein Exit. Generatorraum. Alles klar. What the fuck? Bosco ist ein Teddybär? Stirb, Bosco! Stirb! Okay, ein Geschütz ist noch da. What the hell? Halt ihn fest, halt ihn fest. Bam, so. Gott, nicht mal getroffen, ey.
Entschuldigung, Dogmeat, aber das muss jetzt sein. Ich glaube, wir haben alle gekillt. Und da ist eine Teddybärmaske. Bosco. Das hat doch bestimmt. Das ist doch bestimmt irgendein. Irgendein krasser Boss. Also irgendeiner, der wichtig ist für später. Anders kann ich mir das echt nicht vorstellen. Der hat hier auf dem Stuhl gechillt die ganze Zeit mit rum. Alles klar, da ist er. Maskottchenkopf. Oh, das war legendär, glaube ich. Käfigrüstung. Okay. Das will ich mir jetzt mal kurz angucken. Ups, falsche Taste. Armeehelm. Maskottchenkopf. Okay. Käfigrüstung. Alles schlechter. Ne, also wir sind schon ganz gut ausgestattet. Wir kriegen auch relativ wenig Schaden mittlerweile. Bleiverkleidet. Oh. Ja, ich gucke ja sowieso nur nach, wie das jetzt aussieht mit den bleiverkleideten Dingern. Oh nice, es ist bei allem besser. Huh. Ne, dann werde ich das natürlich nicht benutzen. Also das kann auf jeden Fall abgelegt werden. So, und dann haben wir noch immer noch zu viel. Kann die Käfigrüstung weg. Ah, komm so. Käfigrüstung, die sogar richtig scheiße ist. Was soll denn das? Rattengift? Oh, da ist ein Magazin. Verdammt nochmal, ja. Die Unaufhaltsam 2. Also, du hältst darauf die Chance von plus 1% den Gesamtschaden eines Angriffs zu vermeiden. Lol. Okay. Boscos Terminal. Das ist das Letzte, was wir, glaube ich, machen werden, oder? Nein, noch nicht. Das machen wir im nächsten Part. Dann machen wir Boscos Terminal. Und irgendwie wusste ich, dass er ein Punker ist. Ich habe es irgendwie, ich weiß nicht. Und dann werden wir mal gucken, was es hier noch so gibt im Schwimmbad. Das ist echt krass hier. Und irgendwo auch krank. Und dann gehen wir in den Generator rum. Also, meine lieben Freunde, bis zum nächsten Part von Let's Play Fallout 4. Haut rein und ciao.